Hallo, ist du ein Arzt? Hallo! Nein, leider nicht. Da können wir noch lange im Warteraum sitzen. Uns fehlen Hausärztinnen. Neben Mangel an Strom, Benzin, Pflegepersonal, Solidarität und Vitamin C herrscht bei uns jetzt auch noch ein Hausarzt. Mangellage? Vor allem im ländlichen Gebiet. Viele Hausärztinnen arbeiten trotz Pensionierung noch 50, 60, 70 Stunden pro Woche. Ja, das ist nicht mehr gesund. Hey, wenn es eine Ärztin sagt, muss ja stimmen. Folgt der Vollbelastung auf den Notfallstationen, weil alle wegen ein bisschen Hals wie ins Spital säckeln. Und die haben im Fall wahrscheinlich schon genug zu tun mit den überarbeiteten Hausärzten. Über 70 Ärzte und Ärztinnen haben jetzt einen Hilferuf an Berse geschickt, in Form von einem Positionspapier. Nicht sehr schlau, weil wir wissen, wenn ein Arzt etwas aufschreibt, kann sie keine Sau lesen. Aber hey, mehr als ein Appell an Patientinnen kann man von Berse eh nicht erwarten, oder? Bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause. Was also machen? Hausapotheke auffüllen und sich rambomässig selber verarzten? Lieber nicht. Was fehlt, ist der Nachwuchs. Kein Wunder, es gibt ja auch keine Arztvorbilder mehr, außer dem Dani Koch. Wo zum Beispiel sind all die geilen Arztserien hin? Emergency Room, Dr. House oder Scrubs? Hey, und dem Dr. Brinkmann von der Schwarzwaldklinik ist unterdessen doch auch alles scheißegal. Wir hatten ja vorgestern die Totgeburt bei Frau Kolb. Ja und? Aber zum Glück gibt's bald ihn. Ich verschreibe also diesen Sonntag einmal am Abend. Da will ich schauen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, falls Sie einen finden.